Ja, schön, dass Sie da sind. Ich bin Carla Hinrichs von der letzten Generation und ich darf Sie ganz herzlich hier willkommen heißen zur Pressekonferenz der letzten Generation. Wir haben Ihnen einiges mitgebracht heute. Sprechen werden Nana Marina Grüning, ich, Lea Bonasera, Henning Jeschke und Joelle Schmidt. Und wir kennen ja viele von Ihnen schon, weil Sie uns schon lange verfolgen, aber manche kommen jetzt auch immer erst dazu. Deswegen gibt es einen groben Überblick über die aktuelle Situation und dann auch ein paar neue Informationen. Also schön, dass Sie da sind. Am Anschluss haben wir noch mal 15 Minuten Zeit für Fragen. Jetzt würde ich direkt einmal an Nana Maria Grüning geben von Scientist Rebellion. Ja, vielen Dank, Carla. Ja, hallo, mein Name ist Nana Maria Grüning. Ich bin Biologin, arbeite in Berlin an der Charité und außerdem bin ich Mitglied bei Scientist Rebellion. Ich gebe Ihnen heute nur noch mal einen kurzen Überblick, wie eigentlich ja, die globale Situation in puncto Klima und Biodiversität steht, warum wir hier machen, was wir machen. Also, es gibt keine effektive globale Klimapolitik. Die Emissionen steigen immer weiter, Ökosysteme werden immer weiter zerstört. Das heißt, wir rasen gerade wirklich mit Hochgeschwindigkeit auf Kipppunkte zu. Selbst wenn es noch physikalisch irgendwie möglich ist, so gibt es doch keinen plausiblen Weg mehr, unter 1,5 Grad Erderhitzung zu bleiben. Gesellschaftlich, politisch ist das einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wir werden in circa 10 Jahren unter Business as usual die 1,5-Marke knacken. Aber diese Zahl steht ja für etwas. Das war die sichere Klimazone. Bei 1,5 Grad sind wahrscheinlich gekippt das festantarktische Eisschild, Grönland, der boreale Permafrostboden und die Korallenriffe. Zuerst werden wir die Korallenriffe verlieren. Bei 1,5 Grad sind 60 bis 90% davon abgestorben. Bei 2 Grad Erderhitzung, also Mitte des Jahrhunderts um 2050, 100% der tropischen Korallenriffe. Wir wissen überhaupt noch nicht, was für eine Auswirkung das haben wird auf die Ozeane als Gesamtes. Was wir wissen, ist, dass die Korallenriffe Nahrungsgrundlage bieten für Millionen von Menschen und für viele weitere Millionen die Existenzgrundlage darstellen. Auch das Abschmelzen der Eisschilde Grönland und Westantarktis können wir dann nicht mehr aufhalten. Der Meeresspiegel wird weiter ansteigen. Unter linearen Bedingungen rechnen wir mit 0,4 Meter bis Mitte des Jahrhunderts und 1 Meter bis Ende des Jahrhunderts, wohlgemerkt unter linearen Bedingungen. Das Erdklimasystem reagiert allerdings nicht linear. Das heißt, auch unter Business as usual, allein durch die Erderhitzung, da gibt es eine Publikation von 2020, Xu et al. In PNAS beschreibt, dass von den derzeit 0,8% Erdoberfläche, die aufgrund von Hitze unbewohnbar sind, irgendwo in der Sahara, diese Flächen werden sich ausdehnen bis circa 2070 auf circa 19% Oberfläche, das heißt Erdoberfläche, das heißt, dort wird es dann zu heiß sein, um Landwirtschaft zu betreiben, um zu leben. Das sind Flächen, die befinden sich um den Äquator herum, wo auch die meisten Menschen leben und sehr, sehr viele arme Menschen leben. Das heißt, das sind Gebiete, wo dann circa 3,5 Milliarden Menschen sich befinden, die dann entweder fliehen müssen oder sterben. Und diese Fluchtbewegung, das läuft erfahrungsgemäß nicht koordiniert habe. Das ist mit Traumatisierung, Verletzungen verbunden. Familien werden auseinandergerissen, Menschen sterben. Das ist eine riesige humanitäre Katastrophe. Das allein durch den Landflächenverlust durch Hitze. Wie gesagt, dazu kommt noch der Meeresspiegel dazu. Dazu kommt, dass wir auch täglich circa 100 bis 150 Arten verlieren. Die werden wir niemals wieder zurückbringen können. Keine Technologie der Welt bringt uns diese unzähligen Spezies zurück, und der Verlust reißt einfach riesige Löcher in Nahrungsketten und Nahrungsnetze, die wir nicht mehr flicken können. Das heißt, Ökosysteme werden immer schwächer und können auch dem zusammenbrechenden Klima nicht länger standhalten. Das ist die momentane Situation, und das ist auch das, wenn wir über den Verlust unserer Lebensgrundlagen reden. Wir müssen Nahrungsmittel produzieren. Die kommen aus Naturräumen. Wir sind auf intakte Ökosysteme angewiesen. Wenn wir die allerdings immer weiter zerstören, werden wir einfach auch hier nicht mehr in der Lage sein, für alle für Essen zu sorgen. Und Deutschland gehört zu den Gegenden weltweit, die gerade am schnellsten austrocknen. Das heißt, wir werden uns auch hier
nicht lange vor diesen katastrophalen Folgen schützen können. Das heißt, unsere Sicherheit ist wirklich bedroht. Die Bundesregierung hat die sichere Klimazone nicht verteidigt. Und deswegen machen wir das, was wir machen. Vielen Dank. Danke dir, Nana, für diesen Überblick über die Situation. Ich glaube, das ist was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Das ist keine Meinung, das sind wissenschaftliche Fakten. Das ist eine Katastrophe, in die wir gerade rasen. Und jetzt zu uns. Ich darf Ihnen einmal erzählen, wo wir gerade stehen. Nana hat es wirklich schön eingeleitet. Wir sind die letzte Generation, die wirklich den kompletten Kollaps unseres Klimas noch verhindern kann. Und so nennen wir uns auch. Wir sind letztes Jahr im September mit einer Handvoll junger Menschen in den Hungerstreik getreten, weil sie einfach das Weiter-so der alten Bundesregierung nicht hinnehmen wollten und vor der Bundestagswahl mit den Kanzlerkandidatinnen ein Gespräch führen wollten, wie denn der neue Bundestag diese Krise in den Griff bekommen möchte. Und nach 27 Tagen im Hungerstreik und 8 Stunden im Durststreik hat dann Scholz tatsächlich am Abend vor der Wahl einem öffentlichen Gespräch zugesagt. Wir haben dieses Gespräch geführt, öffentlich, und wir mussten dort bitter erkennen, dass er auch keinen Plan hat, dass er auch nicht die Verantwortung übernehmen wird für die Krise, uns aus dieser Krise zu leisten. Und daraus entstand dann die letzte Generation, die sich entschlossen hat, dagegen Widerstand zu leisten. Im Januar sind wir mit 30 Menschen auf die Berliner Straßen getreten, haben den Verkehr unterbrochen und seitdem sind wir immer weiter als Gruppe gewachsen. Denn wir sehen, dass immer mehr Menschen sich diesem friedlichen Widerstand anschließen, dass sie es nicht mehr hinnehmen, so wie es weitergeht. Und jetzt sind wir in der 4. Welle unseres Protestes seit dem 10. Oktober, nun durchgehend auf den Straßen seit Wochen. In Berlin, aber auch bundesweit in allen möglichen Städten, wo sich Gruppen bilden, die dann dort den Verkehr unterbrechen, die dann nach Berlin kommen und hier Widerstand leisten. Und zeitgleich halten wir deutschlandweit Vorträge und trainieren immer mehr Menschen, sich uns anzuschließen, und die Menschen strömen einfach dazu. Als dann am 29.10. in Bayern WissenschaftlerInnen, die Alarm geschlagen haben, eingesperrt wurden für 7 Tage, haben wir uns entschlossen, ihnen zu folgen. Auch mit dem Risiko, dort 30 Tage in Gewahrsam zu kommen, was dort möglich ist. Denn wenn WissenschaftlerInnen eingesperrt werden, dann hat das doch nur noch deutlicher gezeigt, was in diesem Land eigentlich schiefläuft, dass man einfach lieber wegsieht. 13 Menschen wurden dann für 30 Tage in die JVA gesteckt. Einer von ihnen ist gerade hier, Joel. Eine Woche später sind noch mehr Menschen auf die Straße gegangen in Bayern, teils Menschen, die noch nie zuvor auf der Straße saßen. Und jeden Tag, den sie dort in Gewahrsam saßen, im Präventivhaft, das ist im Gefängnis, waren sie dort ein Mahnmal für die Art und Weise, wie in Deutschland mit der Klimakrise umgegangen wird. Lieber nicht hinhören, lieber weggucken und weitermachen. Scholz hat das so schön auf einer Veranstaltung gesagt, wo WissenschaftlerInnen diese unterbrochen haben. Und letzten Samstag wurden dann plötzlich alle entlassen. Es ist eine ziemlich politische Entscheidung, denn wir hatten am Abend zuvor eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir in der nächsten Woche, also in dieser Woche, keine Aktionen in Berlin und München vorsehen, um die ganzen neuen Menschen, die gerade dazu strömen, zu trainieren und bereit zu machen, gemeinsam wieder auf die Straße zu gehen. Und dann wurden die Menschen aus der JVA entlassen. Und ich meine, seit wann werden Einzelpersonen aus dem Gefängnis entlassen, weil irgendeine Gruppe eine Pressemitteilung rausgibt? Also wir sehen hier, das ist nicht mehr rechtlich, sondern das ist rein politisch. Und jetzt stehen wir hier und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass viele noch nicht ansatzweise verstanden haben, was da draußen auf den Straßen eigentlich los ist, was uns Menschen entgegenschlägt, weil wir unser Recht auf Leben einfordern. Und das möchte ich Ihnen kurz erläutern. Wir bekommen täglich Morddrohungen, unsere Familien und Freunde werden kontaktiert, Medien rufen teilweise zu Gewalt gegen uns aus, es gibt Hetze, es gibt Verleumdungen, Unwahrheiten, die verbreitet werden, die Gewalt auf der Straße wächst von Passantinnen gegen uns, das Vorgehen der Polizei wird auch nicht schmerzloser, es gab Hausdurchsuchungen, Gefährderansprachen, eine Hausdurchsuchung bei einem Menschen, der gerade im Gefängnis saß. Also es gibt unfassbar viel Gegenwind, um uns doch endlich von der Straße zu bekommen, endlich zu unterdrücken, dass wir nicht jeden Tag in die Öffentlichkeit tragen, was wir so gerne ignorieren wollen. Und jetzt aber die Frage, und funktioniert es? Funktioniert dieser Gegenwind? Nein, er funktioniert nicht.
Wir lassen uns nicht abbringen und wir werden jeden Tag mehr und mehr Menschen. Junge Menschen, alte Menschen, Mütter, Väter, Handwerker, Lehrerinnen, die sich uns abschließen und der Strom von Menschen reißt einfach nicht ab. Der Widerstand wird weitergehen, er wird friedlich sein, aber er wird intensiver werden, er wird stärker werden. Wir werden mehr Menschen werden und der Widerstand hört auch nicht an Weihnachten auf, der hört auch nicht im neuen Jahr auf. Und wir wünschen uns, in ein neues Jahr starten zu dürfen, in dem unser Widerstand nicht mehr notwendig ist, in dem unsere Regierung wenigstens die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, die wir einfordern, ein Tempolimit von 100 auf deutschen Autobahnen, die Fortführung des 9-Euro-Tickets, zu diesen Maßnahmen greift. Denn das ist der erste Schritt, den wir brauchen, unser Leben zu schützen, anstatt uns einfach ungebremst weiter in den Abgrund rasen zu lassen. Aber solange sie das nicht tut, werden wir auf den Straßen sein, werden wir in den Ministerien sein, werden wir vor den Regierungsgebäuden, vor den fossilen Konzernen sein und auf Flughäfen und Widerstand leisten. Und damit darf ich weitergeben an Lea Bonasera. Hallo, ich bin Lea Bonasera, ich bin 25 Jahre alt. Ich habe damals die letzte Generation mitgegründet, war mit im Hungerstreik, habe das Gespräch mit Herrn Scholz geführt und war seitdem unzählige Male auf der Straße. Und ich habe auch internationale Beziehungen studiert in Oxford und in Amsterdam und schreibe gerade meine Doktorarbeit zum zivilen Widerstand. Und wir sehen ja gerade immer wieder, dass in Deutschland die Demokratiefrage gestellt wird mit unseren Protesten. Und darauf würde ich heute gerne einmal eingehen, weil ich glaube, es ist ganz schön, dass wir darüber reden, über das Thema Demokratie und dass wir wirklich darüber reden, wo unsere Demokratiedefizite auch gerade liegen. Und deswegen, weil ich denke, dass die Diskussion so essentiell ist und wir die führen sollten, möchte ich dazu heute ein paar Dinge teilen. Ich habe gestern in einer Forschungsgruppe gesessen. Wir treffen uns einmal im Monat mit den vordenkenden Sozialwissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt zum Thema zivilen Widerstand und tauschen uns da aus. Und da habe ich die Frage nochmal reingetragen, ob das, was wir machen, der zivile Widerstand, gerade wirklich demokratisch ist. Weil ja, wenn man die ganze Zeit konfrontiert ist mit den Dingen, die sie so schreiben über uns, dann dachte ich, tut es mir nochmal gut, mich rückzuversichern, was eigentlich die Expertinnen dazu sagen. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Entstehungsgeschichte von über 70% der Demokratien mit zivilem Widerstand verbunden ist, dass es oft in Verbindung mit demokratiestärkenden Förderungen ist, dass Staaten das Delegitimieren von Protesten als eine Strategie nutzen, die auch unter Smart Repression bekannt ist, und dass all diesen Forscherinnen keine sozialwissenschaftlichen Texte einfallen, warum ziviler Widerstand nicht demokratisch sein sollte. Welcher Punkt jedoch immer wieder in unserer Diskussion aufkam, war folgender. Nämlich der, dass es gefährlich für eine Demokratie ist, wenn die Politikerinnen das Gefühl vermitteln, dass wir in einer perfekten Demokratie leben, an der nichts falsch ist und wo es den Bürgerinnen nicht erlaubt ist, zu hinterfragen, ob gerade etwas falsch läuft. Denn es sollte immer hinterfragt werden können, ob die Form der Demokratie, in der wir gerade leben, ob die ideal ist. Weil nirgendwo auf der Welt gibt es ja schon eine ganz vollkommene, perfekte Demokratie, sondern es ist immer ein Spektrum, in dem wir uns befinden, bei dem Länder mehr oder weniger demokratisch sein können. Und wir versuchen ja mit unseren Protesten dazu beizutragen, dass die Demokratie noch demokratischer wird. Und so wie wir die Demokratie gerade hier erleben, finde ich das schon fast dreist, dass die Politikerinnen dieses Wort so benutzen und es so weit wegbringen von dem eigentlichen Ursprung. Weil schon in der Antike zeichneten sich ja Demokratien nicht nur durch Wahlen aus, sondern bezeichneten vor allem Prozesse, in denen Bürgerinnen wirklich beteiligt waren, indem sie zum Beispiel über geloste Verfahren mitbestimmen konnten. Und was wir heute sehen, ist, dass Politiker das Wort genommen haben und es benutzen, um ihre Serie von Regierungen mittels Wahlen zu sichern. Wahlen, die alle 4 Jahre stattfinden, an denen sich die Bürgerinnen und nicht mal alle beteiligen können. An denen die Bürgerinnen sich nicht alle beteiligen können und nach denen Politikerinnen mit diesem Mandat uneingeschränkt regieren können, wo dann auch noch Lobbyisten größeren Einfluss haben, um gehört zu werden als die Bürgerinnen. Also sollten wir dieses Wort ein Stück weit separieren von dem, was wir gerade haben. Denn was wir ja eigentlich wollen, ist, dass die Bürgerinnen, so wie es das Wort Demokratie sagt, auch wirklich gehört werden. Das heißt, es stimmt, dass wir gerade ein Demokratiedefizit haben, aber eines, in dem die Regierung gerade undemokratisch ist, weil sie nicht auf den Willen der Bürgerinnen hört. Und es an der Zeit ist, die Regierung dafür zur Rechenschaft zu ziehen.
Und deswegen war es mir wichtig, heute nochmal zu kontextualisieren, was auch Herr Habeck gestern wieder gesagt hat. Darüber hatte ich schon im Hungerstreik mit ihm gesprochen, weil ich glaube, dass er mit seiner Argumentation falsch liegt. Mit der Argumentation, dass er wieder mal alles darauf schiebt, dass die letzte Generation keine Mehrheiten hat. Denn die Mehrheiten nach unserer Forderung, einem Tempolimit, 100 und 9-Euro-Ticket, die sind da. Die sind da, aber die werden von der Regierung blockiert. Und ich würde gern mit der Frage enden zu diesem Thema, warum Sie alle denken, dass sich die Politikerinnen nicht trauen, gerade die Bürgerinnen abstimmen zu lassen und Bürgerinnenversammlungen zu machen und die Mehrheiten entscheiden zu lassen, ob wir ein Tempolimit 100 und ein 9-Euro-Ticket und weitere Klimaschutzmaßnahmen benötigen. Wenn sich die Regierung doch so sicher ist, dass all das, was hier gerade passiert, perfekt demokratisch läuft, warum fürchten Sie sich dann, der Bevölkerung mehr Macht zu geben? Und ich glaube, jeder kann sich seine Antwort darauf bilden, aber ich bin mir bei meiner ziemlich sicher, nämlich sicher, dass das, was die Politik gerade in Sachen Klimaschutz überlegt, in großen Teilen nicht mit dem übereinstimmt, was die Bürgerinnen wollen, und dass unsere aktuelle Demokratie, so wie sie gerade ist, um ein ganzes Stück demokratischer sein könnte. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Demokratiediskussion führen, unbedingt, aber dann müssen wir sie auch richtig führen. Dankeschön. Danke, Lea. Dann würde ich weitergeben an Henning Jeschke. Ja, guten Tag auch von mir. Ich bin Henning, ich bin 22, ich bin auch Mitgründer der letzten Generation. Ich dachte mal, ich werde vielleicht Grundschullehrer, dann habe ich gesehen, in der Katastrophe will ich was ändern, vielleicht kann ich das durch ein Politikstudium. Ich habe später gesehen, was am notwendigsten ist, ist eben, dass man hinter die falschen Versprechungen, die Lügen, die leere Hoffnung schaut, die viel verbreitet wird. Wir schaffen das mäßig, weil wir schon jetzt eigentlich, wir haben es gehört, bis zum Hals in der Scheiße stecken und müssen uns eben deswegen klar machen, der Situation jetzt, die Nahrung wird ausgehen und Konflikte werden darüber entbrennen, über Wasser, über Essen. Und wollen das auch gerne, dass das emotional verstanden wird. Wir sind davon überzeugt, als letzte Generation, die was tun kann, dass die Gesellschaft, wenn es offenkundig wird, was auf dem Spiel steht und wie die Zeitfenster aussehen, dass sie einen tödlichen Kurs nicht mitmachen wird und dass sie eben auch einen selbstzerstörerischen Kurs nicht mitmachen wird. Und wir erzeugen eben diese Diskussion, diese unangenehme Realität kommt dadurch in den Diskussionen rein und kommt wieder vor, und da müssen natürlich auch die Lösungen reinkommen. Und die ersten Schritte, die wir einfordern, damit das Land wieder ernst nehmen kann, dass die Regierung überhaupt vorgibt, in diese Richtung ziehen zu wollen, würden uns Anlass genug sein zu sagen, wir können den ersten Schritt verzeichnen und würden die Proteste unterbrechen. Wir wollen aber auf die Bühne eben auch die Diskussionen heben, die notwendig sind, weil wir ja große Änderungen bevorstehen haben müssen und immer offensichtlicher wird, es wird kein mehr geben können, kein Wachstum ins Endlose, und daher möchte ich kurz vorstellen, was dort mittlerweile auf der gesellschaftlichen Bühne vielleicht Platz verlangt und Platz braucht, um eben darüber zu reden, was man Großes verändern muss, weil immer mehr Klimaexperten, Expertinnen sich ja darin einig werden, dass wirklich die nächsten wenigen Jahre, die nächsten vermutlich 2-3 Jahre entscheidend sein werden dazu, ob wir eben untergehen oder ob wir das noch gestalten können, auch wenn es hart wird. Und dazu einige Punkte zu dem, was wir einmal Notfallwirtschaft genannt haben, was einige Überlebenswirtschaft nennen und was vielmehr eine Skizze sein kann davon, in welche Richtung es gehen muss und warum auch an Sie, liebe Journalistinnen und Journalisten, das Ganze eben kein Nischenthema sein darf, sondern eine Form von allumfassender Veränderung benötigt, einfach weil es uns sonst in den gesellschaftlichen Zusammenbruch führt. Und da ist der erste Punkt eben, dass diese Situation der Geschwindigkeit relativ einmalig ist und wir sofort wirtschaftlich umlenken müssen, weil wir sonst untergehen und das Wachstum, gerade das der Superreichen, wir haben jetzt die Nachrichten der letzten Tage von den Dividendenausschüttungen gehört und von dem weiteren Wachstum und auch Reichtumgewinn dort, der einfach darauf gebaut ist, dass es weiterhin viele fossile Produktionen gibt, die weitergeht. Dieses Wirtschaftssystem muss enden, einfach weil es uns sonst unmittelbar in die Katastrophe bringt. All die Jobs, all das Geld, die Infrastruktur des Landes, die Familien, alles wird daran sonst kaputt gehen. Und
Jetzt ist die Frage, wie handeln wir so schnell? Wie wenn ein Krieg ausbricht, wie wenn eine Pandemie ausbricht? Wie schafft man es, schnell und an die Grundlagen rangehend, letztendlich das, was wir bisher als endloses Wachstum dachten, was weiter Wohlstand kreieren wird, so umzuändern, dass es uns nicht ins Chaos stürzt, sondern gerecht aufgeteilt, wie in der Gesellschaft weiter gut miteinander auskommen können und eben nicht in diese Katastrophe rasen. Und da gibt es eine Parallele, die teilweise mehr und mehr gezogen wird, dass das Ganze ähnlich der Kriegswirtschaft in Großbritannien 1939 eine sofortige, eben von Regierung ausgegebene Notfallbotschaft und dann auch Notverhandlung geben sollte. Und dazu muss man verstehen, dass das Land, wenn wir uns zu 1935 kurz einmal zurückspulen, in Großbritannien eigentlich keinerlei Interesse daran hatte, in den Krieg zu gehen und gegen ein Hitler-Deutschland, was in Europa mehr und mehr Gebiete bekam, im Appeasement nicht weiterkam. Und dann war eben aber klar, es würde, damit man einfach nicht ganz Europa untergehen sieht und selber zerstört wird als Gesellschaft, jetzt eine kurze, wirklich kriegszustandsähnliche Veränderung der Wirtschaft geben müssen. Und aus der Zeit haben sie ein solch erfolgreiches Modell damals gemacht, was auch noch 10 Jahre weitergeführt wurde, auch noch über das Ende des Kriegs hinaus. Und was eben zeigte, es kann eine schnelle Veränderung geben, wenn in der Gesellschaft groß klar ist, es muss was an Veränderung geben. Dann ist auch eine gewisse Opferbereitschaft da dazu, dass, ja, ich denke, über minus 60% der Produktion dort, der zivilen Güter, trotzdem aufgefangen werden konnte. Also eine Notwendigkeit vom weniger ist mehr, weil es so ein grünes Wachstum eben nicht endlos geben kann. Also das hakt immer an einigen Stellen, dass wir dann mehr und mehr und mehr Strom an allen Orten brauchen und müssen eben stattdessen in eine kleine Kreislaufwirtschaft. Und um da hinzukommen, ohne Massenchaos, ohne Panik oder Arbeitslosigkeit, braucht es einen Akteur, der sagt, in einer nationalen Krise produzieren wir jetzt das und das und verbrauchen eben das und das und können so gezielt aus dem Höher, Schneller weiter aussteigen. Und dabei kann der demokratische Staat die Firmen lenken und sie können trotzdem in privater Hand bleiben. Energie muss gerecht aufgeteilt werden, sodass eben das den Menschen in gerechter Menge zusteht, sodass da keiner am Ende bei runterfällt, weil es knapp sein wird. Also alle, die irgendwie das Szenario aufzeichnen von, das wird mit der grünen Energie ins endlose Energie für alles geben, die vernachlässigen eben die Tatsache, dass wir das nicht als und schon gar nicht als globale Lösung bauen können, sondern ein System, was gerade nur stabil ist, wenn es wächst, dringend überwinden müssen. Und das geht ja jetzt schon los mit der Rationierung, mit dem Aufteilen davon, dass zum Beispiel Wasser in Ostbrandenburg aufgeteilt wird und da bisher aber die knappe Ressource Wasser noch ganz vielfach in den Braunkohletagebau Jenschwalde dort geht. Da werden richtige Konflikte drum entstehen, wenn es keine Verteilstrategie gibt. Und die bereitet die Bundesregierung bei Wasser schon vor. Und wir glauben, man muss der Bevölkerung gegenüber ehrlich sein und auch gegenüber den Arbeitenden in den Betrieben ehrlich sein. Es wird nicht weitergehen können über Jahrzehnte mit Branchen, die einfach uns, unsere Gesellschaft, unsere Kinder in den Tod stürzen, wenn man es überträgt, die also weiterhin zu einem Ausstoß von diesen gefährlichen Gasen führen. Und das bedeutet so eine wohldurchdachte Umwandlung von Unternehmen und am Ende eine Verlagerung von arbeitenden Menschen, also Millionen, die wir umschulen müssen. Und einfach ehrlich zu sein, du kannst nicht mehr 15 Jahre jetzt in der Flugbranche arbeiten und erwarten, dass es da ein Wachstum gibt und wir immer und immer mehr fliegen. Es wird am Ende, ob über die Katastrophe oder über eine kluge Gestaltung jetzt, beendet werden müssen. Und das ist keine gute Botschaft. Das ist wirklich nichts, über das sich irgendwer von uns freuen sollte, sondern es ist etwas, wo wir alle, wo auch keiner von uns eine sonderliche Freude dran haben sollte, wo wir alle darauf schauen müssen, das wird richtig scheiße hart, aber es wird die bessere Lösung sein gegenüber einer Katastrophe, die auf uns zukommt. Ein Mittelweg scheint nicht existent. Also an Arbeit wird es nicht fehlen dann. Die erneuerbaren Energien, da wird viel angesprochen. Man braucht auch zum Gebäudedämmen Fachkräfte in der Landwirtschaft, sowieso zur Aufforstung im Bahnbereich. Wir haben gerade schon gesprochen, BürgerInnenräte, die können die Notfallsitzung sein, in der die Gesellschaft das beginnt und das auch annimmt und auch versteht, dass das keine über die Köpfe hinweg, was ist nur da entschieden worden, sondern eine mitnehmende, eine partizipative Veränderung der Gesellschaft sein kann. Die sollten eben gelost sein und fair nach Alter, Geschlecht, Herkunft und so weiter. Also da sollten auch die Autofans drin sein. Die sollten gerne alle
beraten werden von wissenschaftlicher Realität, also den Eindruck bekommen, was wir jetzt tatsächlich tun können und was eigentlich nur Wundermärchen sind, und dann am Ende über Konsense diskutieren. Das steht ja schon in den Anfängen, und da hat auch die Bundesregierung zugesichert, dass da mehr kommen sollte. Und am Ende steht aber eine Welt, die an einigen Punkten durchaus mehr Wohlstand verspricht. Zeitwohlstand, Gerechtigkeit, also das Glück der Gesellschaft steigt. Das zeigen die Forschungen ganz klar, wenn eine Gesellschaft nicht wie jetzt wenigen Familien irgendwie mehr Wohlstand gibt, mehr Reichtum gibt am Ende als der Hälfte der Bevölkerung, sondern wenn das gerechter aufgeteilt ist. Und am Ende ein sinnstiftendes Jahrtausendprojekt, wo wir jetzt sagen können, das wäre etwas, wo wir auch vorangehen können und einen massiven Einfluss auf Europa haben und damit auch natürlich auf die Menschen in den Wirtschaften in Asien und anderen Ländern, wo wir jetzt immer so machtlos dastehen und sagen, was passiert denn jetzt da? Also wir kommen zurück auf ein materielles Level, vermutlich von, da gibt es verschiedene Zahlen, aber aus den 1970er Jahren, wo es den Leuten ja auch nicht schlecht ging, sondern wo es einfach noch nicht jeder irgendwelche Kreuzfahrten und so Zeug gemacht hat. Und das kann nur ein Vorgeschmack und ein Beginn sein. Und wir wollen eben diese Debatte auf die Bühne bringen. Und wir glauben, unsere Bühne muss dazu da sein, dass diese Fragen gestellt werden, diskutiert werden. Und dass Sie auch, liebe Journalistinnen und Journalisten, rund um die Frage von, wie kann das denn mit dem Wachstum immer weitergehen, kritische Haltung einnehmen und hinterfragen, was dort die tatsächlichen politischen Kurse sind. Dann würde ich an Joel Schmidt weitergeben und ganz zum Praktischen, ja, auch nach München einmal das Ohr leihen von uns allen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Joel Schmidt, studiere eigentlich Volkswirtschaftslehre und Geschichte, wenn ich nicht gerade wie letzten Monat im Gefängnis bin. Ich möchte Ihnen sagen, wann und wo wir in München wieder blockieren werden, Straßen. Aber vor allem auch erstmal, warum wir das tun und warum ich ganz persönlich das tue. Wenn man Ihre Berichte liest, ja, dann sieht man irgendwie, wir machen das, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Klimaschutz, ja, so ganz unemotional steht das da, das ist der Grund. Aber so, als wäre das irgendein politisches Anliegen. Klimaschutz ist nicht irgendein politisches Anliegen. Klimaschutz ist die Voraussetzung für alle politischen Anliegen. Was heißt Klimaschutz? Um was geht es da? Es geht um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Es geht um den Erhalt einer Gesellschaft, in der wir gut und gerne leben können. Es geht um die Wahrung grundrechtlich zugesicherter Freiheit. Es geht um die Wahrung unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats. Ja, es geht um die Wahrung unserer Demokratie. In einer Klimahölle wird es keine Demokratie geben. Wir lassen uns nicht von Gefängnisstrafen abschrecken, für eine gute Zukunft zu kämpfen. Als ich letzten Monat im Gefängnis war, gab es natürlich verzweifelnde Momente. Ich habe in solchen Momenten an Menschen gedacht, die nicht in einem funktionierenden Rechtsstaat leben dürfen. An Menschen, die in einem Staat leben, in dem es nicht das Gewaltmonopol des Staates gibt, in dem das nicht durchgesetzt werden kann. Und ich habe daran gedacht, dass diesen Menschen Verschleppung oder gar Ermordung droht, wenn sie sich friedlich für den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen einsetzen. Wenn wir uns für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einsetzen, ist das Schlimmste, was uns droht, ins Gefängnis zu kommen. Ich sehe es als meine Verantwortung, als Bürger in diesem privilegierten Teil der Welt, friedlichen zivilen Widerstand zu leisten gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Glauben Sie mir, ich würde lieber an einer Demo teilnehmen. Doch hat die jüngste Vergangenheit gezeigt, dass Demonstrationen ausreichend sind, die Bundesregierung zu ausreichendem Klimaschutz zu animieren? Hat die Geschichte gezeigt, dass große Veränderungen herbeigeführt wurden, indem Menschen ab und zu mal auf eine Demonstration gegangen sind und sonst ihrem Job oder ihrer Berufsausbildung nachgegangen sind?
Nein, so war es nicht. Menschen sind aufgestanden und haben entschieden Widerstand geleistet. Sie haben eine Veränderung herbeigeführt, die zu ihrer Zeit unmöglich erschien. Auch wir können heute Veränderungen herbeiführen. Doch dafür müssen wir aufstehen und friedlichen zivilen Widerstand leisten. Wir können die notwendige Veränderung herbeiführen. Wir laden alle ein, sich uns anzuschließen. Am Samstag kam ich nach fast einem Monat aus dem Gefängnis raus und ich weiß, dass mir das erneut droht, wenn ich wieder in München auf die Straße gehe. Doch wir werden uns nicht von Gefängnisstrafen abhalten, für eine gute Zukunft zu kämpfen. Deswegen blockiere ich mit vielen anderen diesen Montag um 8 Uhr wieder in München. Und zwar die Straße am Karlsplatz Richtung Norden, direkt am Taxistand Stachus Ost. Alle, die das Klimaversagen der Regierung nicht akzeptieren wollen, rufen wir dazu auf, mitzumachen und dazuzukommen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das ist das Ende unserer Pressekonferenz und jetzt würden wir noch 15 Minuten für Fragen haben. Sie können gerne Ihre Fragen über den Chat stellen, das ist am einfachsten. Oder ja, Sie melden sich einfach mit der normalen Meldefunktion. Es werden wahrscheinlich nicht alle drankommen können, aber wir können es versuchen, einige ranzunehmen. Ja, Karl von Pechner Media. Ja, hallo. Jetzt ist nicht Karl, sondern Bettina. Karl Fechner ist gerade unterwegs. Wir sind Fechner Media, machen seit 30 Jahren Filme zur Energiewende. Wir haben den Weg gegangen, einzuladen zur Energiewende. Aber ich denke, es braucht verschiedene Wege. Meine Frage ist, warum ist das Thema der Zerstörung der Nahrungsmittel, das war ja ganz am Anfang habt ihr damit begonnen mit den Protesten. Warum ist das rausgefallen aus der Frage, was getan werden muss? Das ist meine Frage. Und das Zweite ist, dass ich es unheimlich schade finde, dass die ganze Zeit darüber diskutiert wird, ob die Art und Weise, wie ihr demonstriert, korrekt ist oder machbar ist und nicht um das es euch eigentlich geht. Was mich am meisten überzeugt, ist einfach eure ganz persönliche Haltung, wo man einfach merkt, euch geht es wirklich darum und ihr nehmt sehr, sehr viel in Kauf dafür. Also und ich glaube, das ist auch das, was Menschen berührt. Danke. Ja, danke schön für die Frage. Gibt es von uns aus dem Raum jemanden, der das beantworten möchte? Sonst kann ich das auch einfach machen. Ja, mit der ersten Forderung, mit der wir auf die Straße gegangen sind, nach einem Lebensmittelrettengesetz im Januar, hatten wir eine klare Botschaft gesendet, dass diese innerhalb der ersten 100 Tage von der Regierung eigentlich erlassen werden muss. Und dieses Zeitfenster ist dann halt abgelaufen. Und wir haben aber auch gesehen, dass, ja, dass in Europa ein unfassbarer Krieg ausgebrochen ist und wir so nun auch wirklich die fossilen Projekte angehen müssen und uns dann dagegen gewendet. Dann würde ich weitergeben an Diana Pieper. Hallo, guten Tag. Diana Pieper von der Welt. Danke für die Einladung. Ich habe eine Frage. Sie hatten ja gesagt, dass der Widerstand intensiver und stärker werden soll. Ist denn geplant, die Aktionsform auszuweiten, also über Straßenblockaden hinauszugehen? Henning, möchtest du das beantworten? Die Frage, ob über Straßenblockaden hinausgegangen wird? Genau, ja, das war meine Frage. Genau, wir sind ja nicht auf eine Taktik darin fokussiert, sondern versuchen immer, was am besten dem Ziel am Ende hilft, dass wir darüber in Diskussion kommen, in Diskussion bleiben und vielleicht auch in der Diskussion, wie wir das auch bei den anfänglichen Dynamiken bei den Fridays for Future Protesten gesehen haben, nach dem Jahr geht wieder zur Schule und das nervt so weiter, Stück für Stück mehr und mehr durchrieselt, dass wir eben in dieser Katastrophe auch bisher die falschen gesellschaftlichen Erzählungen immer noch nachverfolgen von wir sind auf einem Fortschrittskurs, wird alles gut,
Ist aber nicht so. Das heißt, wir werden verschiedene andere Formen machen. Wir haben jetzt schon gesehen, es gab Aktionen an Flughäfen, es gab Aktionen, die sowohl auf den Autobahnen als auch in den innenstädtischen Bereichen es unterbrochen haben. Und wir haben verschiedene, sagen wir mal so, die Adern der Gesellschaft, bei denen es eben fließen muss und laufen muss, damit der Alltag einfach so weitergehen kann. Und dort wird es weiter an allen Ecken und Enden Unterbrechungen geben, die wir natürlich so dosieren, dass das jeweils, so wie wir glauben, angemessen ist, angesichts unseres Rasens in das Aussterben eine kurze Unterbrechung zu machen. Und auch symbolische Sachen, wie wir die schon hatten, haben Sie sicherlich viele schon von mitbekommen, die wird es weitergeben. Genau, vielleicht soweit einfach. Wir sind da auf verschiedene Orte aufgeteilt, gerade jetzt in Berlin und München. Gucken wir natürlich gespannt auf den Montag. Dankeschön. Dann gibt es hier einige Fragen im Chat. Einmal, wird es auch in Berlin weitere Aktionen geben, ab wann und wo? Die gibt es mehrmals. Ja, auch in Berlin gehen wir ab nächsten Montag wieder auf die Straße. Mit einem Haufen mehr Menschen, weil, wie gesagt, diese Woche haben wir dafür genutzt, all die Menschen, die quasi in der Pipeline stecken, zu trainieren in friedlichem Widerstand und mit denen dann geschlossen auch in Berlin wieder auf die Straßen zu gehen. Dann gibt es die Frage einmal nach, in welchen anderen Städten wollen Sie noch demonstrieren? Wir sehen, dass eigentlich ganz deutschlandweit in allen möglichen Städten Gruppen wie aus dem Boden sprießen, sich Gruppen bilden, Menschen dieses unerfassbare Unrecht einfach nicht mehr hinnehmen, sich dem Widerstand anschließen und auch in ihren Städten Widerstand entschlossen leisten. Und da können wir eigentlich nur jeden Tag zusehen, wie sich da mehr Gruppen bilden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern. Was würden wir tun, wenn ein Tempolimit und das 9-Euro-Ticket jetzt kommen würde? Dann würden wir unseren Protest, also dann sagen wir, dann unterbrechen wir unseren Protest und gehen von der Straße, weil wir wirklich auf der Straße sind mit der Forderung nach diesen ersten Sicherheitsmaßnahmen. Und das wäre ein Zeichen, was uns die Regierung gibt, dass sie ernsthaft das, was sie die ganze Zeit sagt, sie haben es im Griff, sie machen schon genug, jetzt wirklich angeht. Dann würden wir von der Straße gehen. Und wir sagen aber auch, dass wenn das Unrecht weiter vorherrscht und wenn das nur dann dabei bleiben würde, dann sehen wir uns auch gezwungen, wieder auf die Straßen zu kommen und Widerstand zu leisten. So, hier ist eine Frage an Joelle. Ist die Demonstration am Montag am Karlsplatz in München bei den Behörden angezeigt? Ja, gerade schon im Chat privat beantwortet, aber wir haben es nicht bei den Behörden angezeigt, aber wir haben es jetzt ja hiermit öffentlich gemacht. Dankeschön. Dann gibt es eine Frage. Im Januar steht voraussichtlich die Räumung von Lützerath an. Gibt es Planungen, Aktionen vor Ort durchzuführen oder zu diesem spezifischen Anlass, Straßenblockaden in der Umgebung, Zugverkehr lahmzulegen, etc.? Lea, magst du das vielleicht beantworten? Sorry, kannst du nochmal sagen, ich hatte gerade schon die Frage unten gelesen. Dass die Räumung von Lützerath ansteht und ob es Planungen gibt, Aktionen vor Ort zu machen. Genau, also wir fokussieren uns ja auf Berlin und München, weil wir denken, wir müssen genau dorthin gehen, wo auch die Politik gemacht wird. Aber natürlich gilt unsere Unterstützung Lützerath und wir überlegen immer mal wieder, wie wir da auch Unterstützung leisten können. Aber genau, behalten unseren Fokus auf jeden Fall bei. Dankeschön. Dann ist hier eine Frage, ob und wann und wo Aktionen in Norddeutschland geplant sind. München ist halt schon eine Ecke weg. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich kein Pressevertreter. Wir planen eigentlich Aktionen überall. Man kann einfach bei uns in den Vortrag kommen, auch in euren Städten oder online und dann dazukommen und dort sich vernetzen mit anderen Menschen, die in eigentlich allen Teilen in Deutschland gerade in diesen Widerstand treten. Und da ist der einfachste Weg über den Vortrag. Dann würde ich einmal Kolja Schwarz dran nehmen. Ja, guten Tag, Kolja Schwarz von der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Ich habe zwei Fragen. Zum einen diese Ankündigung, jetzt diese Aktion in München zu starten. Was ist das für eine Strategie? Also klar, man kündigt an, wieder Aktionen zu machen, aber ihr lauft ja jetzt große Gefahr, dass diese Aktion dann deutlich doch unterbrochen wird. Ist das vielleicht auch eher eine Ablenkung und die Aktion findet dann woanders statt? Frage 1, Frage 2 an Lea Bonacera.
in Sachen Demokratie. Jetzt haben Sie das interessant ausgeführt, dass Sie glauben, dass zumindest Mehrheiten der Menschen hinter Ihnen stehen, was diese Forderungen, 9-Euro-Ticket, Tempolimit und so weiter angeht. Es ist der Vorwurf an Sie ja immer wieder, dass gerade die Aktion dazu führt, dass die Menschen eher abschrecken, vergraulen, nicht so gut auf Sie zu sprechen sind. Ist das eine Diskussion, die Sie haben, oder wie gehen Sie damit um? Danke. Soll ich zu beiden was sagen? Okay, ja, vielen Dank für die Frage. Zum Ersten, also es ist keine Ablenkung. Ich glaube, das haben wir in dem letzten Jahr immer wieder bewiesen, dass wenn wir Dinge sagen, dann machen wir die auch so und wir werden dorthin gehen und wir werden da die Aktion machen und entschlossen sein. Und so wie dann die Menschen darauf reagieren, werden wir trotzdem versuchen, dort den Widerstand zu leisten. Also nein, es ist keine Ablenkung. Und zu dieser Demokratiefrage sehe ich nicht das Argument. Also es ist ja so, dass man kann, also eine kleine Gruppe kann eine Gesellschaft und eine Regierung nicht zu etwas zwingen. Eine kleine Gruppe kann weggesperrt werden. Und was wir aber hier sehen und was ich in den Studien, die es zahlreich zu dem Thema gibt, gelesen habe, ist, dass eben mehr Unterstützung kommt. Und das sehen wir, die evangelische Kirche hat sich hinter uns gestellt, macht jetzt nur noch 100 auf Dienstfahrten. Vor kurzem haben über 1600 Künstlerinnen und Schauspielerinnen die Forderung unterstützt, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern. Wenn wir in Gesprächen sind mit Polizisten, erfahren wir auch da Solidarität. Die ersten Richterinnen haben Menschen freigesprochen. Also es gibt unzählige weitere Beispiele davon, wie gerade die ganzen Gruppen, auf denen unser Staat, unsere Gesellschaft fußt, immer mehr auf unsere Seite kommen. Und natürlich ist es immer eine Frage, nur weil man zivilen Widerstand macht, ist das nicht richtig oder falsch, sondern es ist eine gesellschaftliche Debatte darüber, ob das richtig ist und demokratisch ist. Und ich sehe gerade ganz viele Anzeichen dafür, dass sich das Blatt wendet und die Einzigen, die gerade noch sehr laut schreien und das kritisieren, sind vor allem die Politikerinnen. Danke. Dankeschön. Ich sehe hier im Chat viele Fragen, die sich doppeln oder die sehr ähnlich sind. Vielleicht beantworten wir noch eine Frage. Und zwar, Sie haben ja die Gewalt von Passantinnen gegen Aktivistinnen erwähnt. Wie wollen Sie diese Menschen von ihren Zielen überzeugen? Wie sollen Sie die Wut dieser Menschen einfangen? Ich weiß nicht, Henning, möchtest du die nochmal beantworten? Ja, das ist, glaube ich, schon auch ein ganz anderes Level an gesellschaftlicher, wie schneller der Diskurs geht, wenn man auf der Straße sitzt. Ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass dort, und wir sehen es ja auch aus den Bildern, also zusehends auch die Gemüter sich erhitzen. Wir denken, dass es diese Auseinandersetzung damit im Großen braucht und glauben deswegen, dass es ganz wichtig ist, dass es jetzt über den letzten Monat auch in die Debatte der gesamten Gesellschaft geschwappt ist und haben, glaube ich, in unserer Haltung schon über die letzten Monate immer wieder gezeigt, es ist für uns kein besonderes Anliegen, irgendjemanden gezielt darin zu stören in dem Alltag, und auch für die Menschen in den Kraftfahrzeugen ist das eine Unterbrechung, die natürlich erstmal sehr nervt. Wir haben in der, wenn man sich da mal hinsetzt, natürlich auch gesehen, dass die Reaktionen, die am Ende medial übertragen werden, dann die sind, die irgendwie am meisten, ich sag mal, auf die Kacke raufhauen, wo es irgendwie heißt, hackt ihnen die Hände ab und so weiter, aber es durchaus vor Ort ein zwiegespaltenes Bild davon gibt, dass Leute auch dort vor Ort dann über unsere Köpfe hinweg darüber streiten, dass wir natürlich eine andere Situation brauchen, und deswegen glauben wir, kann nur politische Veränderung uns aus dieser Situation, in der wir eben gerade dazu genötigt werden, entweder hinzunehmen, dass wir gerade uns in den Untergang weiter wirtschaften oder dagegen einen unangenehmen Widerstand leisten, nur diese politische Maßgabe uns daraus führen kann. Das heißt, uns ist vor Ort daran gelegen, dass das Ganze deeskaliert. Wir haben immer solche Trainings auch zur Gewaltfreiheit, dass wir, auch wenn wir hart angepackt werden, dort in voller Friedfertigkeit bleiben. Und wir natürlich auch erklären, warum wir in der Situation dort sind.
viel Verständnis erntet man, wenn Menschen eben gerade dann, ja, vielleicht auch nach dem Nachdenken am Abendbrotstisch, als sie sich, ja, ich habe heute auch irgendwie die Klimakleber getroffen mäßig, später nochmal mit uns auseinandersetzen und dann sagen, ich verstehe das, ihr wollt da nicht irgendwelche Leute beschämen dazu, dass sie irgendwie jetzt gerade diese Straße nicht befahren dürfen oder ihr was gegen Autos habt, sondern wir haben etwas dagegen, dass der gesellschaftspolitische Kurs mit solcher bisheriger Ruhe hingenommen werden konnte. Dabei führt er uns eigentlich in etwas, was alle und auch die Menschen in den Autos nicht wollen können und auch die Menschen, die sehr angetan sind jetzt von den Kunstwerken und sich plötzlich alle als Monet-Fans entpuppen, auch solche natürlich nicht wollen. Das heißt, wir können da nur darauf weisen, dass es in Sachen Sympathie für uns wohl nicht den entscheidenden Faktor gibt, sondern die Frage wirklich lautet, nehmen wir weiterhin, dass ein Regierungskurs, der nach unserer Ansicht auch mit den Grundgesetzen clasht, durchgesetzt werden kann? Dankeschön. Dann würde ich als allerletzte Frage einmal noch Armin Lehmann dran nehmen und das dann hier abrunden. Alle Fragen, die noch nicht beantwortet sind, können Sie auch wie immer einfach an unser Presseteam stellen, per Mail an presse@letztegeneration.de und dann bekommen Sie auch eine Antwort. Ja, vielen Dank, Carla. Armin Lehmann vom Tagesspiegel. Eine Frage habe ich über einen Aspekt, den ihr zwar erwähnt habt, aber eigentlich, wie ich finde, gar nicht so ausführt, was eigentlich schade ist, nämlich der Aspekt der gesellschaftlichen Vernetzung. Ihr habt ja verschiedene Gruppen aufgezählt, also die evangelische Kirche, Schauspielerinnen, es gibt sozusagen Kooperationen auch mit Theatern. Erstens, ist das ein bewusstes Ziel auch eurer sozusagen Aktion? Und zweitens, kann man es ein bisschen konkretisieren? Also kann man ein bisschen sagen, mit welchen Gruppen ihr da zusammengekommen seid und würdet ihr sagen, das ist schon eine Art von Multiplikation, so, also ohne das jetzt in Zahlen vielleicht zu nennen, aber es wäre schon irgendwie spannend mal, also funktioniert es auf einer ganz anderen Ebene als das, was in der Öffentlichkeit gerade stattfindet, nämlich die einen meckern und die anderen finden es gut, um es jetzt mal ganz, ganz platt auszudrücken. Ja, danke schön für die Frage. Lea, wenn du möchtest, vielleicht passt das für dich als Bestes. Ja, danke auch nochmal für die Frage. Ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen versucht auch zu erzählen, dass wir natürlich, als wir angefangen haben, auch zu überlegen, ja, wie kann man das überhaupt alles schaffen, es nicht nur darum geht, den Protest auf die Straße zu führen, sondern eben auch zu schauen, okay, wo liegt eigentlich die Macht, die ja gerade in unserer Gesellschaft ist, auf welchen Säulen, sage ich mal, fußt die da? Und da spielen natürlich Universitäten, die Polizei, Gewerkschaften, Kirchen, die alle eine riesige Rolle. Und es war immer schon so, dass zum Beispiel, wenn die Kirche an Bord war in Protesten, das hat man ja auch bei der Wende gesehen, das natürlich immer einen krassen Effekt auch hatte auf den Erfolg der Revolution oder der Proteste. Und das wissen wir, das ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt, dass wenn diese Gruppen mit an Bord sind, sich die Chancen auch erhöhen. Und natürlich stecken wir dann auch Energie da rein und wollen uns vernetzen mit den Gruppen und sehen, dass das natürlich auch gerade aufgeht, dass immer mehr dazukommen. Ich hatte schon einige genannt, vergessen zum Beispiel auch, dass wir in Kontakt sind mit Gewerkschaften oder ja, teilweise sind wir da in Kontakt, aber eben auch andere, die sich dann einfach das sehen und dann auch auf uns zugehen und sich da mit uns vernetzen. Also ja, es macht auf jeden Fall einen großen Teil auch von unserem Protest aus. Dankeschön. Dann, wie gesagt, alle Fragen, die nicht beantwortet wurden, schicken Sie die gerne per Mail oder versuchen Sie uns anzurufen. Es ist bei uns gerade nicht ganz einfach, alles zu beantworten, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Und lassen Sie uns gemeinsam Alarm schlagen, gemeinsam diese Krise in die Öffentlichkeit tragen. Das ist nicht nur unsere Aufgabe als Bürgerinnen, die Widerstand leisten, sondern das ist auch Ihre Aufgabe als MedienvertreterInnen. Und wir sind dankbar über jeden Bericht, der die Krise in den Vordergrund stellt. Und damit beende ich die Pressekonferenz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.